Okay, komm, wir machen weiter mit Hungriger Hugo. Er war beim Stern TV. Und was hast du erreicht? Okay. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Ich sehe gerade, Bruder, vor einem Tag hochgeladen 561.000 Aufrufe. Holy fucking shit, Bro. Bei Hungriger Hugo läuft besser als bei uns allen. Junge, nicht schlecht. Wenn er spielt, schauen tausende Menschen zu. Montana Black ist der erfolgreichste Livestreamer Deutschlands. Doch das allein reicht nicht. Als wir mal. Was stand da? Ey! Setze. Livestreamer Deutschlands. Ah, krass, das sind die Average-Zuschauer. Holy shit, Digga. Ey, Trimax hat wirklich, Digga, mit diesem Pokémon-Zeug, hat er so. Also, Digga, das ist echt heftig, was bei denen zurzeit abgeht. Doch das allein reicht nicht. Als wir Marcel zum ersten Mal begegnen, fällt es schwer, es zu glauben. Er hat Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte. Mit 42 Jahren. Ich finde. Ja. Genau. Wo bin ich? Alles gut. Alles gut, Chat, aber nichts gesehen. Weswegen ich, also dass die Antwort ist mir auch eigentlich also so. Doch Marcel Eres gibt nicht auf. Seine Internetkarriere ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn Zusammenarbeit beruht auf zwei, also eine Zusammenarbeit bedeutet ja auch, dass zwei Leute zusammenarbeiten. Die Corona-Krise hat ihm finanziell nicht geschadet. Mit Beschwerden über die Corona-Maßnahmen hält er sich zurück. Die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wenn ich ins Restaurant gehe, zu billig, warum muss der dicht machen? Einfach, Digga, es nervt mich einfach. Memo sein Laden ist einfach ein Witz, Digga. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Nice, danke. Perfekt, Digga. Und hier ist sein Gaming-Raum. Total verdreckt. Überall stinkt es. Vier Bildschirme, vier Points gleichzeitig. An alle, die ihm nacheifern wollen, hat er eine Botschaft. Es gehört erst Müsli. Oh, ich mache mal meine Cam hier hoch. Dann stört sie euch nicht. In die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Den ganz großen Durchbruch schafft Montana Black mit dem Spiel Fortnite. Fortnite, Hurensohn, piss dich! Ein Spiel, das Menschen weltweit vor die Spielekonsolen lockt. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Durch das große Interesse an dem Spiel werden. Dieser Clip, Bruder! Oh. Bro. Seine Streams millionenfach angeschaut. Seine Internetkarriere gibt Marcel 2020 plötzlich auf. Stattdessen schließt er seine Ausbildung in einem Baumarkt erfolgreich ab und bekommt als Belohnung dieses Zimmer auf dem Dachboden. Er verkauft sein Zuhause und sein 570 PS Auto und lebt glücklich in dem neuen Zimmer auf dem Dachboden. Ja, da gab es dann noch solche Seiten wie ICQ. ICQ hat er mir ein Bild geschickt von seinem Dödel und hat geschrieben, seine Oma und Opa sind weg, er hat sturmfrei, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Ich dachte, die Lange. Mont hat mir vorher eine übelst lange Geschichte erzählt, dass er mal glücksspielsüchtig war und so weiter und so fort. Dann rennt er rein in diese Bowlinghalle. Hallo? Und links gab es so einen Glücksspielautomaten. Und er so, ja, ich bin jetzt erstmal kurz weg. Servus Leute, heute auf jeden Fall wieder Florian mit dabei. Jo Olli auch wieder am Start. Hä, wer sind die? Das ist doch Jo Olli im Hintergrund. Ja, Leute. Heute decken wir wieder mal einen Pädophilen auf. Was? What the fuck? Das ist. Hä? Das ist ein älterer Clip, oder wie? Hä? Einfach auf entspannt. Heute ist ein guter Tag, dass sie macht, was sie sagt. Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen und die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern TV.
Papa, dass du jetzt hier wieder reinkommst und reinschreibst, nie gucken die. Also, wann warst du das letzte Mal Mittwochabend bei Oma und Opa um 23 Uhr? Hä? Auch da, Papa, der Rückwärtsgang und Abfahrt. Tschüss. Scheinmix hier. Darf man das auf Twitch zeigen? Was? Einen steifen Hundepenis? Digga, lass mich spritten! Jetzt wird's Zeit, den Stream auszumachen. Okay, wir gucken weiter. Ich muss gleich bei 9 Sekunden stoppen. Doch, mein Vater! Stopp, stopp, bei 1,50. Das, was wir gerade gesehen haben, war eine Kunstform und animiert. Du trinkst du normalerweise bloß Wasser, Energy und Kaffee? Ja, schon, aber ich habe mir zu meinem Geburtstag mal was gegönnt. Er ist zwar nächste Woche, aber... Das ist der beste Abnehmtipp, den es überhaupt gibt, okay? Vor jeder Mahlzeit ein Stück Obst, Gurke, Paprika, Karotte und ein Stück Gemüse. Also... Ach, Max, nicht schon wieder, oder? Hast du schon wieder ein Loch unter deiner Achsel im T-Shirt? Nö. Doch. Doch, hast du. Das haben mir gerade drei Leute unabhängig reindonatet. Max, warum? Ja, hab ich nicht. Guck die andere Seite nach. Ja, bestätige. Hä, wieso hat der Löcher unter sein, also in den, hä? Wieso? Wie passiert sowas? Weil er so breit ist. Okay. Zu viel Bizeps. Bruder, der Bizeps ist hier unten. Ach, scheiß drauf, Digga. Marcel, ich wollte einfach nur mal fragen, ob du Lust hast, Gardekorn zu spielen. Das hört sich echt nach einem guten Plan an, mit Trimax das zu spielen, aber ich habe auf dich keinen Bock, also bin ich raus. And we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, burn. Mit Quellen belegen, die ich euch natürlich wieder transparent und übersichtlich verlinkt habe. Es gab immer wieder Gewalt gegen JournalistInnen. Was sagt die Wissenschaft? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ey, hast du mich runtergekickt, du kleine Fott? Moin. Monte gefällig? Halt's Maul. Ich liebe Monte. Der Kleine, mal wieder ganz groß, mit Monte. Digga, yay, Rander, bam, bam, zack, zack. Meine Freunde, die neuen Liste machen. Oder waren alle schon dran, ne? Nee, nur noch, ja, die ist im Bett. Ja. Ey, ich find's immer noch witzig, wie Leute nicht wissen, dass Kool Savas ist der Halbtürke? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde das so witzig, wie manche Leute das einfach immer noch nicht wissen. Tommy's Gaming-Zimmer. Obdachloser Einbrecher, Bro. Ey, Digga, das ist so gut gemacht. No joke. Das ist so heftig gemacht, Bruder. Es geht um einen beispiellosen Diebstahl. Haben unbekannte Täter Anfang November etwa 6,5 Millionen Euro Bargeld erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Einbruch professionell geplant und durchgeführt. Eigene Bowlingkugel mitbringt. Hau rum! Lass mir einer sagen, ne? Ich würde Hose ausziehen. Das kam jetzt falsch. FBI, open up! Kieskauer mit dem Zweier, mein Geburtstagsgeschenk. Kauf dir was Schönes. 1 Euro, danke dir. Kuss, Kuss. Und zwar suche ich ein Land, ein ganz bekanntes Land. Ganz bekannt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so über eine Spende gefreut hat, Digga. Brasilien. I mean, where the fuck should I really even start? Arschbock, jeder. Celebrities that you didn't know had disabilities. An die letzte Reihe. Im Unterricht wird nicht gegessen.
glaube, es spinnt. Packt das Essen jetzt weg. Raus mit euch. Es reicht mir jetzt. Ziemlich nice. Oh, das ist. Was ist besser als die Frage? Digga! Optisch gesehen. Was sagst du? Shiny oder so? Bro, die Hände von Trimax sehen so gefickt aus, Digga. Kommt es wirklich von. Da, also, dass der einfach zu viel Pokémon-Karten geöffnet hat? Hat der einfach zu viel Dinger aufgemacht? Ja? Puh, das ist. Digga. Bro. Zu oft gewaschen. Ja, ja, klar, der muss ja die Hände immer waschen, wenn der neue Karten aufmacht. Digga, wenn der Pack von 40.000 Euro aufmacht und die Hände dreckig sind, das wäre ja scheiße, Bruder. Alter, holy shit. Mach doch. 20. Ach, Digga, was ist das denn? Hat man nicht irgendwie noch einen zweiten Daumen? Was? Ja, was guckst du so? Ey, ich hab keinen Plan, wie man mit Kindern aus. Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Ha, ja, ja, ja. Ich grüße die katholische. Das ist doch das Game. Ich habe nie Minecraft, nicht einmal Minecraft selber gespielt. Ja, und heute gibt es eine Runde Minecraft. Oh, Remi! Merkel macht Shisha-Bar auf. In Caps Lock, stark, Sumatra! Merkel beobachtet skeptisch, dass Shishas wieder offen sind. Pass auf, jetzt habe ich es übelst verkackt, aber Henk jetzt auch verkackt. Unge in der Shisha-Bar. So sieht er doch aus, oder? So sieht er aus, oder? Ich hätte erst das Kamel malen müssen, nicht Idiot. Ballert, Alter. Ja, was ist denn heute los? Alter. Ja, war ein gutes Video, Digga. War ein sehr starkes Video.